Ja, liebe Versammelten, ich darf euch auch ganz recht herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst hier am zweiten Weihnachtsfeiertag, am ersten Weihnachtsfeiertag. Die Welt feiert Weihnachten. Und einige wenige feiern die Geburt von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und noch ein paar weniger, die feiern gar nicht. Weil sie sich vielleicht unsicher sind, ob dieses Fest richtig ist oder nicht, oder weil sie es nicht in der Bibel finden, wie auch immer. Aber alle diese von den drei Personengruppen, von denen ich jetzt gesprochen habe, bezeichnen sich, wenn man sie fragt, was sie sind, als Christen. Es sind Christen. Oder sie sind christlich, auf der ganzen Welt. Was heißt das aber nun? Was bedeutet das? Christen sein. Christen sein. Wenn wir das wissen wollen, müssen wir in die Bibel, in das Wort Gottes schauen. Und dort finden wir in der Apostelgeschichte, im 11. Kapitel, Vers 26, zum ersten Mal die Bezeichnung Christen. Dort können wir erkennen, was es eigentlich bedeutet. Und das sollten wir auch tun. Wenn wir uns selbst als Christen bezeichnen, müssen wir natürlich auch wissen, was wir sind, was das ist. Ich lese aus dem Wort Apostelgeschichte 11, Vers 26. Dort heißt es: Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Dort können wir erkennen an dieser Stelle in der Heiligen Schrift, dass es also ein Merkmal gibt, ein ganz bestimmtes Merkmal, dass man Christ genannt wird. Nämlich, man muss Jünger sein. Also die Jünger wurden Christen genannt. Was heißt es aber jetzt nun, ein Jünger zu sein? Sie wurden deshalb Christen genannt, weil sie von Jesus Christus predigten, dem Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist, wie wir heute schon in wunderbarer Weise auch viel gehört haben. Und sie wurden so genannt, weil sie seine Jünger waren. Aber was ist ein Jünger? In allererster Linie ist mal ein Jünger ein Schüler. Der Herr Jesus selbst bezeichnet sich ja auch in den Evangelien als Meister und er wird auch so angesprochen als Rabbi, als Meister, als Lehrer. Also sind seine Jünger die Schüler. Wir wissen, was ein Schüler ist. Ein Schüler ist jemand, der von einem Lehrer Dinge gelehrt bekommt, der Wissen gelehrt bekommt, der Fähigkeiten gelehrt bekommt. Wir haben auf der einen Seite den Lehrer, auf der anderen Seite den Schüler. Kennen wir alle, weil die meisten von uns waren oder sind vielleicht sogar noch in der Schule. Aber ein Jünger ist mehr als nur ein Schüler. Denn als Schüler habe ich ja keine Beziehung zu meinem Lehrer, außer der, dass ich weiß, na gut, das ist jetzt eben mein Lehrer und nächstes Jahr habe ich vielleicht einen anderen Lehrer und so weiter. Ein Jünger ist also etwas, was tiefer geht, was mehr ist. Das Kennzeichen eines Jüngers ist, dass er eine persönliche Verbundenheit hat zu seinem Lehrer. Also ein Schüler, der eine persönliche Verbundenheit hat zu seinem Lehrer. Er hat also ein Vertrauensverhältnis. Es ist nicht nur irgendjemand, der ihm was beibringt, sondern es ist jemand, der ihm vertraut und dem er vertraut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist jemand, wenn man jünger ist, dass man Gemeinschaft hat. Gemeinschaft sowohl mit dem Lehrer als auch mit anderen Jüngern natürlich. Und das unterscheidet eben etwas oder jemanden, der nur ein Schüler ist, von einem Jünger. Und so müssen wir uns auch selbst fragen, was sind wir? Sind wir Schüler? Wissen wir vielleicht ganz viel, was in der Heiligen Schrift steht? Kennen wir alle diese Geschichten? Kennen wir die Verheißungen? Es gibt viele Menschen, es gibt sogar Menschen, die studieren das jahrelang und sie wissen wirklich viel. Aber sind sie auch Jünger? Sind wir selber auch Jünger? Haben wir eine persönliche Beziehung zu unserem Lehrer? Das ist der ausschlaggebende Punkt, den wir bei uns selbst auch prüfen müssen.
Und warum wurden sie Christen genannt? Weil sie Jünger von Christus waren. Was heißt Christus eigentlich? Wisst ihr, wenn wir irgendwo sind in der Welt und heute, oder wir brauchen gar nicht weggehen, hier in unserem Land, hier sind auch viele Menschen, die eben keine Christen sind. Es kommen immer mehr hinein. Was sagten wir ihnen denn, wenn sie uns danach fragen, Christ, du bist ein Christ, ja, was bedeutet denn das überhaupt? Was ist denn das? Viele Menschen wissen das ja gar nicht. Viele von den Flüchtlingen, die jetzt hier in unser Land kommen. Was sagen wir denn denen dann? Wissen wir, was wir ihnen sagen? Sind wir Jünger? Ja, und der Begriff Christus, der kommt aus dem griechischen Christos. Den Ursprung hat er aber im Hebräischen. Im Alten Testament, das Alte Testament ist in Hebräisch geschrieben, das Neue ist in Griechisch geschrieben. Im Alten Testament heißt der Messias Maschiach. Oder Maschiach, wenn man es richtig ausdrückt. Das wurde, weil die Griechen diesen Ausdruck nicht aussprechen konnten, zu Messias gemacht und danach eben auch zu Christus. Das bedeutet von seiner Wortbedeutung her der Gesalbte. Messias, Maschiach, Christus, Christus, es ist alles das Gleiche. Es bedeutet der Gesalbte. Wenn wir jetzt uns im Alten Testament ein bisschen auskennen im Wort Gottes, dann wissen wir, wer da gesalbt wurde. Es gab nur drei Amtsgruppen, drei Personengruppen, die gesalbt werden konnten. Es waren einerseits die Priester. Ein Priester wurde gesalbt. Es wurde ein Prophet gesalbt und es wurde ein König gesalbt. Diese drei Personengruppen sind diejenigen, die gesalbt wurden, die man auch als Gesalbter bezeichnen konnte. Und Jesus Christus, dessen Geburt hier wir heute feiern und dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird, er vereinigte alle diese drei Ämter in sich. Er war der Prophet, er war und ist der König aller Könige und er ist unser hoher Priester. Er ist alles drei, er ist der Gesalbte Gottes. Und die Weihnachtsgeschichte, sie erzählt von dem Beginn, von der Geburt von unserem Herrn Jesus Christus an, von dem Gesalbten Gottes, da ist sie der Beginn. Aber teilweise wird diese Weihnachtsgeschichte von dem Sohn Gottes auch in der Welt, und das wissen wir, auch sehr verklärt auch dargestellt. Sie wird teilweise auch mystisch dargestellt, von vielen verschiedenen Richtungen. Sie wird anders dargestellt, wie sie eigentlich ist. Und das Schlimme dabei ist, dass die Bedeutung dessen, um den es eigentlich geht, immer weiter in den Hintergrund gedrückt wird. Der Gesalbte Gottes, Jesus Christus, ist auf die Welt gekommen. Das ist der Mittelpunkt, um den es geht. Aber dieser Mittelpunkt verschwindet mehr und mehr, wenn man sich da die Weihnachtsdarstellungen einfach mal anschaut, die es draußen in der Welt gibt, die den Menschen präsentiert werden, ja, über Medien, über Feste, über alles Mögliche. Da ist oftmals gar nicht der Gesalbte zu erkennen. Der Erlöser der Menschheit, er tritt immer mehr in den Hintergrund. Und wenn wir heute mal fragen würden, draußen die Menschen, die Weihnachten feiern, wer ist eigentlich Jesus Christus? Wer ist er? Was hat er bewirkt? Warum ist er überhaupt gekommen? Dann würden wir wahrscheinlich erschreckende Antworten bekommen. Auch von Christen. Auch von Menschen, die sich Christen nennen, obwohl sie doch vielleicht gar nicht seine Jünger sind. Und deshalb möchte ich jetzt heute hier die Gelegenheit nutzen und möchte die Geburt des Heilandes der Welt jetzt nicht mal betrachten als den Beginn dieser Geschichte, der da nach vorne geht, sondern ich möchte es von der anderen Seite her betrachten, als das Ziel. Als das Ziel, das Gott hatte mit den Menschen. Und wir haben es heute auch in der ersten Predigt und auch durch die Zeugnisse haben wir schon gehört, dass diese Verheißung den Menschen schon ganz früh gegeben wurde. In Galaterbrief lesen wir im 4. Kapitel, der 4. Vers, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren und unter das Gesetz getan. Als aber die Zeit erfüllt war.
Das bedeutet, Gott hatte also einen ganz genauen Plan und er wusste ganz genau und er kannte auch von Anfang an den Zeitpunkt, wann Jesus Christus, der Gesalbte Gottes, hier auf dieser Erde als Mensch geboren werden würde. Die Zeit war dann erfüllt vor 2000 Jahren. Und dieses Ereignis wurde, wie wir schon gehört haben, schon im Garten Eden. Im Garten Eden wurde dieses schon den Menschen verheißen. Das ist die erste große Verheißung, die Gott gegeben hat. Wir lesen das im 1. Mose 3, Vers 15, als er davon spricht, dass er einen senden wird, der Schlange, die die Menschen ja verführt hat, den Kopf zertritt. Und hier wissen wir auch schon, warum kommt überhaupt der Herr Jesus auf diese Welt? Warum? Was ist der Grund dafür? Um die Menschen zu retten. Aber warum muss ich gerettet werden? Warum muss ich gerettet werden? Viele Menschen wissen das doch heute gar nicht mehr. Ihnen geht's gut. Sie haben ein schönes Leben. Sie haben gar nicht das Bedürfnis, dass sie gerettet werden müssen. Nur wenn Sie einmal ganz tief in Ihr Herz hineinschauen, und deswegen ist es auch gut, dass es Weihnachten gibt, weil doch der ein oder andere dann daran noch erinnert wird. Auch wenn die Welt heute viel tut, um diese Erinnerung verblassen zu lassen. Aber wichtig ist es, dass uns klar wird, warum kommt denn der Messias oder ist er der Messias überhaupt gekommen? Ich will dazu aus dem Hebräerbrief lesen. Ich kann aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht alle Textstellen jetzt zitieren, die ich jetzt hier vorbereitet habe. Und deswegen gebe ich auch das ein oder andere sinngemäß wieder, möchte dafür um Verständnis bitten. Im Hebräerbrief 2, Vers 14 und 15, das möchte ich uns aber doch lesen, da heißt es nun Folgendes. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, also die Kinder Gottes, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden. Er, der Herr Jesus, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, welche durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurde. Diese Knechtschaft ist den Menschen auferlegt worden, kurz nach dem Sündenfall. Und sie wurden in dieser Knechtschaft gehalten durch denjenigen, der Macht über den Tod hatte. Und das war der Teufel. Und diese Macht hat der Herr Jesus, hat Gott durch die Verheißung, durch die Sendung seines Sohnes, diese Macht hat er diesem Teufel, diesem Bösen, diesem Satan genommen. Und dadurch hat er die Menschen befreit. Deswegen ist er unser Erretter. Deswegen ist er unser Erlöser und unser Heiland. Weil wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Tod, sondern er ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Und er hat... Gott hat diese Verheißung auch die Menschen erkennen lassen. Die Menschen zur jeweiligen Zeit, aber auch uns heute durch sein Wort. Dort ist alles niedergeschrieben. Und ich möchte euch jetzt einfach mal hier diesen Verheißungsweg, so will ich ihn bezeichnen, anhand ein paar Beispielen einfach mal nur skizzieren. Ich kann jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber Gott brachte durch verschiedene Verheißungen den Weg der Menschheit ganz klar auf ein Ziel hin. Er hat den Weg der Menschheit auf ein Ziel hin ausgerichtet und das war die Geburt von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Wie hat er das gemacht? Er hat es, und das habe ich mir als Beispiel aufgesucht, diesen Weg, er hat diesen Weg gekennzeichnet, auch durch Geburten und vor allem durch Geburten. Er hat eingegriffen in die Menschheitsgeschichte und ich möchte uns einige dieser Geburten jetzt einfach mal nennen. Da war zum Ersten nach der Flut, als er Abraham, seinen Freund, wie er ihn bezeichnete, Gott bezeichnet Abraham als seinen Freund, als er Abraham die Verheißungen gab. Und das möchte ich uns lesen aus 1. Mose 17, die Verse 17 bis 19. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Das war, als er verkündet und verheißen bekommen hatte, dass er Vater werden soll von einem Sohne. Soll mir 100-Jährigem ein Kind geboren werden und Sarah, seiner Frau, 90 Jahre alt, soll sie die gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass doch Ismael vor dir leben sollte. Zu dem Zeitpunkt hatte Abraham
schon ein Kind gezeugt, nämlich Ismael, mit der Magd seiner Frau, weil seine Frau unfruchtbar war. Was aber sagte Gott dann zu diesem, als Ismael gesagt hatte, lass doch Ismael vor dir leben, als Abraham das gesagt hatte zu ihm. Was sagte Gott dann? In Vers 19 können wir es lesen. Da sprach Gott, nein. Nein, sondern Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Also Gott hat hier ganz klar eingegriffen und hat eine 90-jährige Frau gebären lassen mit einem, und der Vater war 100 Jahre alt. Und dieser Isaak, der Sohn Abrahams, dieser hat, als er 40 Jahre alt war, ebenfalls eine Frau gesucht. Und es ist eine wunderbare Geschichte, wenn man das auch nachliest, können wir das nicht machen in vollem Umfange. Es ist ein wunderbares Bild vom Heiligen Geist, als Isaak seinen Knecht aussendete zu den Verwandten von Abraham, nämlich seinem Onkel Nahor, und dort die Rebekka fand und die Rebekka mitbrachte wieder zurück zu Isaak. Aber was war bei Rebekka? Was war mit Rebekka? Rebekka war genauso wie auch Sarah nicht gebärfähig. Rebekka war unfruchtbar. Aber auch hier griff Gott ein und er hat Rebekka fruchtbar gemacht. Er hat Rebekka fruchtbar gemacht und sie hat zwei Kinder geboren. Das lesen wir in 1. Mose 25, Vers 21 und 23. Dort heißt es, Isaak aber bat den Herrn für sein Weib. Isaak hat den Herrn gebeten, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und sein Weib Rebekka ward guter Hoffnung. Und zwei Verse weiter heißt es, und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Schoß und zwei Stämme werden sich aus deinen Eingeweiden scheiden. Also auch hier hat Gott direkt eingegriffen, in den Stammbaum sozusagen von seinem Sohn Jesus Christus, denn diesen Stammbaum können wir nachlesen im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium sind zwei Stammbäume aufgezählt. Aber damit war es noch nicht genug. Wir wissen, dass dann Jakob und Esau, das waren die Zwillinge, die da auf die Welt kamen, und aus Jakob ist Israel, das Volk Israel, entstanden. Und auch Jakob hatte sich eine Frau erwählt. Die hat er am Anfang nicht bekommen. Es war Rahel und auch Rahel war unfruchtbar, weil Gott machte sie unfruchtbar und ließ erst die ersten sechs Kinder durch Lea, seine erste Frau, gebären. Aber auch da war er gnädig und hat später der Rahel und dem Jakob noch zwei Söhne geschenkt, nämlich Josef und Benjamin. Und Josef ist im Alten Testament ein wunderbares Bild für unseren Herrn Jesus Christus, der später nach Ägypten ging und dort der Herrscher in Ägypten war und sein Volk nach Ägypten holte. Wir kennen diese ganze Geschichte. Also ihr seht, hier hat Gott eingegriffen durch Geburt. Er hat eingegriffen durch Verheißung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier nicht menschliche Menschen einfach geboren wurde, sondern es sind Kinder der Verheißung. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Ganz wichtig für uns im Galaterbrief, die Verse 23, 27 und 28, auch die möchte ich noch lesen, weil das ist ganz wichtig für das Verständnis. Dort heißt es, der von der Sklavin, also von Hagar geborene Ismael, der war nach dem Fleisch geboren. Der von der Freien, also von Sarah, der aber Kraft der Verheißung. Denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert er Jesaja aus dem Alten Testament, der Paulus, freue dich, Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und schreie, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sagt er dann, Paulus, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Wen meint er denn mit wir? Danke, die Christen, die Jünger. Er hätte auch sagen können, wir aber Jünger. Also Brüder, sagt er, wir Jünger, wir sind Kinder der Verheißung. Dort war das also alles schon vorgezeichnet und Gott hat
die Geburt des Heilandes als Zielpunkt für sich festgelegt in seinem Plan. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, dass es nicht hier zufällig entstanden ist, ja, und da ist der Heiland jetzt auf die Welt gekommen, weil es allen so schlecht ging und dann, ja, wie es als oftmals dargestellt wird. Nein, es war ganz genau auf den Tag und auf das Jahr geplant von Gott. Es ist auch wichtig für die Zukunft, die wir ja noch vor uns haben, denn auch die unterliegt dem Plan Gottes. Gottes hat seinen Plan ja nicht beendet, sondern ein neuer Abschnitt dieses Planes hat begonnen, als der Herr Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und er hat, und das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, ganz wichtig, auch wenn wir jetzt muss ich zwei, drei Sachen überspringen, wir haben noch die Ruth zum Beispiel, nur als Hinweis, die Ruth aus dem Buch Ruth, sie war die Urgroßmutter von König David, auch sie hat Gott praktisch dorthin geleitet. Dort heißt es, nahm Boas die Rut und sie ward sein Weib und er kam zu ihr. Der Herr aber verlieh ihr, dass sie empfing und einen Sohn gebar. Und dieser Sohn war der Opa sozusagen von König David. Und damit war die Linie auch ganz klar vorbereitet. Und dann kamen noch zwei Frauen, die nicht gebären konnten, die nicht unfruchtbar waren, aber die von Gott dazu in seiner Verheißung als Mütter ausersehen waren für diesen Weg. Das eine war Elisabeth. Elisabeth, wer war das? Es war die Mutter des Täufers, des Johannes, von Johannes dem Täufer. Sie war tatsächlich unfruchtbar gewesen ihr ganzes Leben lang und dem Zacharias, als er Hohepriester war, hat Gott dann durch den Engel Gabriel verkünden lassen, verheißen lassen, dass er Vater wird, dass er einen Sohn gebären wird, der den Weg des Heilandes bereiten soll. Er hatte es nicht geglaubt und musste dann stumm werden. Wir haben das wunderbar gehört, gerade vor kurzem in einer Predigt. Und dann kommen wir zu Maria. Und auch das möchte ich jetzt hier nochmal lesen. Lukas Evangelium 1, Verse 30 bis 37. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und seines Reiches wird kein Ende sein. Und in Vers 36 heißt es noch, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen, nämlich eben Johannes den Täufer, in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar hieß. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, Vers 37. Und hier sehen wir, wie Gott wunderbar eingegriffen hat, wie Gott das ganz zielgerichtet auf diesen Tag hin ausgerichtet hat. Er hat genau festgelegt und hat es schon gewusst, vor Gründung der Welt, wann sein Sohn auf diese Erde kommen soll. Und den Juden war dies auch mitgeteilt worden. Denken wir an Daniel im 9. Kapitel. Dort ist die Prophezeiung der 70 Jahrwochen und dort können wir genau nachlesen, dass nach 69 Wochen, nach dem Aufruf, Jerusalem wieder aufzubauen, der Messias kommen wird. Es deutet also, diese ganzen Zeitstränge deuten alle genau auf diese Zeit hin, plus minus 30, 40 Jahre. Und es gab sogar im Judentum, außerbiblisch jetzt, im sogenannten Talmud, der heute für viele Juden ja höher geachtet wird wie die Bibel sozusagen, auch dort gab es Voraussagen, dass der Herr Jesus im 50. Jubeljahr, nach dem 50. Jubeljahr, auf diese Erde kommen wird. Nicht der Herr Jesus, sondern der Messias. Zwischen dem 50. und dem 51. Jubeljahr. Ein Jubeljahr findet alle 50 Jahre statt. Ein Jubeljahr findet alle 50 Jahre statt und er sollte zwischen dem 84. und dem 85. Jubeljahr kommen. Und genau so ist es auch passiert. Genau so ist es passiert. Es betrifft auch genau diese Zeit. Und denken wir an Hannah oder denken wir an Simeon, die Voraussagen auch bekommen haben, vor allem Simeon, dass der Herr also erst sterben würde, wenn er den Herrn gesehen hat. All diese Dinge lassen uns erkennen, dass Gott hier diese Geschichte der Menschheit, der Welt, unter seiner Hand hat.
Er leitet alles. Und er benutzt auch, und das muss ich auch noch sagen, er benutzt auch nicht nur seine Jünger dazu, sondern auch den Feind. Denken wir daran, dass zum Beispiel kurz vor dieser Zeit, 300-400 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus, war das Weltreich der Griechen, Alexander der Große, der die griechische Sprache als Weltsprache praktisch in diese damalige antike Welt hineingebracht hat, sodass jeder auch später diese Bibel lesen konnte. 280 Jahre vor dem Herrn wurde die Bibel übersetzt ins Griechische. Jeder konnte dann auf einmal lesen. Die Juden waren zerstreut über das ganze Mittelmeer hinweg. Es war ein Netz aufgebaut im Vorfeld durch diese kriegerischen Dinge, die nachher die Basis waren, dass Paulus überhaupt reisen konnte, dass Paulus seine Missionsreisen machen konnte und viele die Botschaft hören konnten. Das alles hat Gott im Grunde vorbereitet und hat dadurch auch die bösen, sage ich jetzt mal, diese kriegerischen Dinge dazu benutzt. Dann kam das Römische Reich, hat es übernommen. Unter dem Römischen Reich, wir kennen den König Herodes, der Herodes hat den Tempel ausgebaut zu einem Prachtbau, zu dem größten Prachtbau der damaligen Zeit. Warum hat er das gemacht? Nicht, weil er an Gott glaubte, nicht, weil er dem Herrn Jesus dieser Verheißung glaubte, sondern hat es gemacht, um sich selber gut darzustellen beim Volk, weil er als böser Herrscher verschrien war. Und er wollte es auf diese materielle Weise gut tun. Aber der Tempel war der Prachtbau gewesen und Jerusalem erstrahlte in einem unwahrscheinlichen Glanz und dann kam der Messias. Das sind alles Dinge, da könnte man natürlich noch viel mehr dazu sagen, die aber alle genau auf diesen Punkt hin zielten. Die zielten alle genau auf diesen Punkt hin. Und das zeigt uns auch für die Zukunft, für alle Verheißungen. Es sind ja noch viele Verheißungen da. Die wichtigste ist, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und dann wissen wir, wenn das alles schon so punktgenau ablief bei seinem ersten Kommen, dann wird auch das zweite Kommen genauso sein. Wir dürfen es glauben, wir dürfen es annehmen im Glauben. Und wenn wir es annehmen, dann sind wir auch seine Jünger. Dann sind wir seine Jünger. Und im Lexikon heißt es hierzu nochmal zu den Jüngern, wenn man, das wollte ich nochmal kurz zitieren hier, ein Jünger wird dort benannt als jemanden, der einer religiös prägenden Persönlichkeit zur Zeit ihres Wirkens und Lehrens anschließt. Solche Definition. Also die Jünger haben sich ja dem Herrn Jesus angeschlossen. Dann heißt es, nach dem Tod des Religionsstifters wirken die Jünger weiter als dessen Repräsentanten und Verwalter. Und dann heißt es weiter, alle Mitglieder der religiösen Gemeinde, und damit meine ich jetzt alle, die sich als Christen bezeichnen, um die Leitfigur und deren Lehren und Wirken, die keine Jünger sind, werden als Anhänger bezeichnet. Nach dem Tode der Leitfigur und ihrer Jünger, und das ist jetzt die logische Schlussfolgerung dieses Schreibers im Lexikon, nach dem Tode der Leitfigur und ihrer Jünger gibt es folglich nur noch religiöse Anhänger. Das ist die Schlussfolgerung. Aber der Herr Jesus belehrt uns eines Besseren, denn er ist ja gar nicht tot. Er ist auferstanden und weil er auferstanden ist, spricht er uns noch an als Jünger und wir können auch seine Jünger sein und dürfen seine Jünger sein und sollen sie auch sein. Das ist ganz, ganz wichtig und wir sollen jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben vorhin gehört über das Licht. Viele dieser Lichter, die zu Weihnachten angezündet werden, an Häusern, Straßenlaternen, Bäumen, was weiß ich was, Kerzen, die werden alle ausgehen. Die werden alle irgendwann ausgehen, bis nächstes Jahr dann wieder angezündet werden. Aber der Herr Jesus hat uns ein Licht gegeben, nicht ein Feuer, nicht ein brennender Docht, sondern ein Licht in unser Herz hinein. Und dieses Licht wird nie ausgehen, wenn es dich in deinem Herzen erreicht hat. Dann wird es dein Herz erleuchten und dafür ist der Herr Jesus auf diese Welt gekommen, ganz gezielt und geplant. Und er wird auch wiederkommen, ganz gezielt und ganz geplant. Gott hat es uns verheißen und der Herr Jesus hat es uns verheißen, weil ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wollen wir ihn oder wollen wir ihm die Ehre geben und wollen wir ihm aufnehmen in unser Herz hinein, dass wir sagen können, wenn uns jemand fragt, bist du ein Christ, dann können wir sagen, nein, ich bin ein Jünger. Ich bin ein Jünger und wenn ich ein Jünger bin, dann feiere ich die Geburt meines Heilandes jeden Tag. Ich freue mich, dass er geboren ist, ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich, dass er lebt und ich freue mich, dass er jetzt oben sitzt beim Vater, zu Rechten des Vaters und dass er jetzt auch hier bei uns anwesend ist. Amen. Wollen wir noch beten gemeinsam?